Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Simmerport mit Farben LP. Letzte Folge haben wir eine neue Start- und Landebahn gebaut, das Ticketing vorbereitet, da fehlt nicht mehr viel. Außerdem hier im Untergrund schon mal das Fundament gemacht, das hier angeschlossen. Ich weiß, ist sehr viel auf einmal. Plus das Hauptfeature war, dass wir hier den Pizza Joint entfernen ließen, weil der eben die beste Aussicht der Welt hatte. Also der stand so. Da steht immerhin Pizza dran, oder? Und den setzen wir jetzt mal andersrum, damit man da auch mal ein Stück Pizza kaufen kann. Denn er hat jetzt so viele Folgen lang einfach ein Minus in die Kasse gemacht. Jetzt werden sie nach Pizza, ja, rufen, die Fans der Pizza. So. Wir fangen an hier unten gleich. Kann man überhaupt hier in den Grasboden, kann man da überhaupt eine Treppe machen, frage ich mich gerade. Ach nee, geht natürlich nicht. So, da kommen wir zum Trick. Ihr geht so hin. Page up. So, ging plötzlich. Gut. Das ist echt ein toller Trick. Also es ist wirklich... Und ich erweitere das Ganze gerade noch hier ein bisschen. So. Jetzt müssen wir da leider eine Wand drum machen. Das ist so schade eigentlich. Es wäre so geil gewesen, wenn es gegangen würde. Wäre. Aber ich muss sagen, eine elektrische Treppe ist in der Realität auch nicht offen zugänglich. Also von dem her... Ja, was kann man sagen? Es stimmt natürlich. Man kann hier nicht einfach irgendwas hinmachen, oder? So, ich platziere das Ganze mal auf der oberen Seite. So. Und dann kommt es hier raus. Die Leute kommen hier raus, gehen im Bogen da rein und ich habe es absichtlich hier in die Mitte gesetzt oder mehrheitlich Mitte rechts, damit die Leute, die selbst zu Fuß laufen, links gehen und die anderen eher so rechts. Das teilt die Leute ein bisschen auf, habe ich gefunden. So, Betankungsdienst 100.000, das ist halt schon was. Das ist wirklich sehr toll. Gut. Hier würden wir dann gleich schon auf den blauen Boden wechseln. Gut, unten haben wir ja schon Boden. So, das heißt für uns natürlich, wir brauchen auch ein Starthäuschen, so gesehen. Das befindet sich hier. Dann machen wir das Ganze mal so dahin. Ja, das stimmt so in der Breite. Das stimmt absolut. Natürlich, man... Ja, es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Ich lasse es mal bauen. Nee, ich lasse es nicht bauen. So, brauen, ja. Vor allem brauen. Ich mache nur das Minimum, was wir brauchen, nämlich. Ja, ich kann es auch zweimal bauen. Ist ja kein Problem. So, was machen die jetzt hier? Ich habe es abgebrochen gehabt und sie haben es trotzdem gebaut. Sehr interessant. Jetzt seht ihr das Problem. Die müssen jetzt hier auf der Straße rumlaufen. Auch die, die hier rein wollen. Das will ich nicht. Und deshalb setzen wir jetzt hier einen Abgang. In dieser Position geht es nicht. Warum geht es da nicht? Ah, wegen der Tür. Hier könnte ich ja jetzt schon mal eine Türe reinmachen. So, die Überlegung war aber... Gut, kann man es aber an die Glasscheibe hinmachen? Das ist die andere Frage. Die Überlegung war aber, dass wir hier das Ganze schlank halten und ich hier eine Wand reinmache. So. So, down. Geht immer noch nicht. Zählt also das Gleiche. Dann müssen wir es hier machen. Dann muss es so. Die kosten natürlich auch sehr viel. Das weiß ich auch. Aber wir machen es halt einmal und gut. So, das hier würden wir dann einreißen. Einreißen, so. Hier würden wir jetzt was für einen Boden setzen. So ein normaler. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie der so aussah. So, jetzt ist das Gebäude hier natürlich... Eins zu lang.
Das korrigieren wir gleich wieder aus. So. Und die, die jetzt kommen, die laufen jetzt hier auf der Straße, was nicht der Wunsch ist. Es geht aber gerade nicht anders eigentlich. Und vor allem die von da oben laufen auch nach unten. So, das ist der Standardboden, den ihr hier seht. Und das hier reißen wir ein. So. Übrigens, obendrauf könnten wir jetzt noch voll die Werbung machen. So wie zum Beispiel so unser Flughafensymbol, das hier. Das sieht doch hier gut aus. Oder gut. So, jetzt gehen sie also hier runter. Haben die Treppe. Wir machen da den Moving Walkway. Und da geht es wieder hoch. Und dann direkt rein. Jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten noch eine mittlere Station machen, wo man auch runter kann. Und die befindet sich hier so, oder? Genau, und dann ist die Anreise genau davor hier. Und hier kann man auch noch runter. Aber diesmal auch wieder so gestaltet. Möglichst einfach, also so. 3 breit reicht nicht, 4 breit, so. Ne, 3, doch das ist 4 breit hier. Es sieht nur breiter aus, ist aber genauso breit. Es ist sogar zu wenig lang. So, hier käme dann auch ebenfalls die schlanke Tür. Genau, dann seht ihr, es geht hier noch nicht. Wir müssen da noch eines nach vorne. Und danach hier auch noch den richtigen Boden reinpacken. Die Anlieferung dauert natürlich lange, weil der Weg so lange ist. Das ist ein bisschen das Problem da. 1 Million haben wir hier wieder. Schön. Ihr seht, es läuft so richtig und wir können gar nicht so viel verbauen, wie wir hier bauen müssten. Nein, das war falsch. Ja, das war so richtig falsch. Wenn ich aber so nachdenke, dann baue ich lieber das hier hinten um. Gut. Ich weiß, es ist ein ewiges Hin und Her. Ich will es aber nur einmal machen und dafür richtig. So, also das kommt auch weg. Denn ich habe mir gedacht, wir machen da 2 Bänder. Eines beginnt hier vorne, zieht durch bis ganz hinten und das andere beginnt hier. Das letzte, was ich natürlich hoffe, ist, dass das dann auch passt. Dass man 2 Bänder auch nebeneinander so setzen kann, wie ich das will. Man kann es nur hoffen. Es gibt dafür keine Bestätigung. Hier käme dann die Wand. Da kommt Fußboden. Und das würden wir einreißen. So. Beim Einreißen, da sind sie immer schnell. Das ist halt so, wenn es da was zu zerstören gibt. So, dann geht es hier runter. Dann sind wir nämlich hier. Und jetzt kommen wir zum Moving Walkway, der... Wo war denn der schon wieder? Der war beim Bau, genau. So, mal Zeit runter. So. Jetzt gehen wir dahin. Wir beginnen ein bisschen weg von der Treppe, sage ich mal. Nee, nicht im Ernst. Ach Gott. So, wenn nicht noch der letzte abgeschaltet hat jetzt. Boah, das gibt es doch nicht. Also das heißt, ich komme hier gar nicht vorbei. Gut, wir bauen den trotzdem. Der geht dann so circa bis hier hin. Oder ein bisschen zurück. So, den Rest könnt ihr ja schon noch selbst machen. Man kann dann hier die Richtung... Ah ja, man kann die Richtung erst einstellen, wenn er gebaut ist. Und nach innen hin bauen wir jetzt noch eine Länge aus. So. Ich glaube, ich muss mich mal etwas anderem widmen, denn da haben wir keinen Erfolg gerade. So, Eingang bleibt so, ist gut. Wir gehen mal zur Security über. So. Also, die Leute laufen hier vorbei. Wir lassen denen ein bisschen Platz und ich rechne das mal schnell aus.
Also, wir haben einerseits den Scanner. Ich würde gerne bei dem bleiben, denn der Bodyscanner ist ganz einfach langsamer. Im Minimum brauchen wir hier der Länge 7. Wir haben hier als Länge 15. Und das Einfachste ist, von hinten aufzuräumen und einfach mal beim Letzten anzufangen, bei dem. Da würde ich so hier anfangen. Andere Sache ist natürlich die, brauchen wir den Platz hier überhaupt? Oder brauchen wir den nicht? 2, 4, 6, 8. Wir haben hier ja eigentlich genug, so gesehen. Könnte aber immer so Gruppen machen. So gesehen zwei weniger. Falsch herum. Und ich glaube nicht, dass es aufgeht. Doch, es geht genau auf. Na gut, dann lassen wir es so. Die sind auf jeden Fall nicht überlastet. Später könnte man immer noch sagen, wenn wir sehen, eigentlich reicht die Kapazität oder wir können noch ein bisschen ausbauen. Dann können wir hier hinten einen Abgang machen und nach da hinten gehen. Dann hätten wir alles in einem Gebäude. Das wäre so die Alternative. Weil das ist jetzt schon wieder recht teuer hier, was wir uns hier leisten. So, dann werden wir das hier reinmachen. Später dann auch die automatischen, damit wir weniger Personal brauchen. Hier lasse ich mal offen jetzt. So, und auch hier immer so Zweiergruppen und dann beim ID-Check, den wir hier hinstellen, jeweils vor den Baggage-Kontrolle hin. So. Ich weiß, die da drüben werden wahrscheinlich kaum genutzt. Wir können immer noch mit Warteschlangen arbeiten, wenn wir dies dann wollen. So, jetzt lasse ich das Tempo mal ein bisschen steigen. Ich würde, weil ich das da drüben so schön finde, mal auf Rot vertrauen und das Ganze hier mal rot einfärben. Bis und mit auch diesem hier. So. So, der Walkway ist immer noch nicht gebaut. Die kommen hier kaum voran, das ist... Und wenn dann das gebaut ist, können wir nochmals beginnen, denn dann möchte ich nämlich das Häuschen hier noch um eines versetzen. Das heißt, wir beginnen hier. Jetzt ist gerade die interessante Frage, wenn hier eine Bahn ankommt, wo die dann ausgibt. So, das hier reißen wir ein. Ja, habt ihr gesehen, jetzt funktioniert es fast. Wenn wir noch eins nach oben gehen, dann sollte es eigentlich so gesehen funktionieren. Die hier ist ein bisschen im Weg. Wenn ich aber jetzt die Zone hier hinten lösche, so, und die Anreise nach hier verschiebe. Die Frage ist einfach, gehen sie von der Bahn zuerst zur Anreise und danach weiter oder umgekehrt? Das ist noch so die interessante Frage, die ich nicht weiß. Wie sie programmiert sind. Könnte auch sein, dass sie zuerst zur Anreise gehen und dann erst schauen, wo kann ich jetzt weiter hingehen. Wir hoffen es natürlich nicht, aber möglich wäre es. So, dann machen sie uns hier den Boden. Da sind sie noch nicht weiter. Das kann erstmal weg und das auch. Das bleibt so. Hier übrigens, solche Abgänge sind ja meistens aus Glas, warum denn auch nicht? So. Auch hier. So. Der Preis war bestimmt wieder sehr tief inzwischen.
Kann ich mir absolut vorstellen. Aber wir sind beschäftigt, sonst kommen wir ja hier nicht voran. Was habe ich jetzt hier wieder gemacht? Eine Wand wollte ich da haben. So. Also, Fußboden 01 dahin. Hier eine Wand. Dann wäre natürlich das Projekt mit der Bahn hier wieder versenkt. Man kann nur hoffen und man muss einfach austesten. Also gerade in so einem Game, wo nicht so viel bekannt ist, da nützt es halt ein bisschen rumzutesten. Da kann man natürlich auch einen Fehlschlag haben, ganz klar. Mehrere. Und jetzt kommt der nächste, der wahrscheinlich ein Fehlschlag ist. Mal schauen. Das war ja anfangs nicht so geplant. Doch, geht. Es geht tatsächlich. Boah, kostet einen Haufen Geld. Ich sag's euch. 100. Da steht es nicht da, aber das hat 150.000 gekostet, glaube ich. Ja, ja. Es hat 150.000 gekostet. Sie kommen hier runter, direkt aufs Band, in diese Richtung, kommen hier an. Und da steht, da könnten wir sogar zwei Treppen hinsetzen, die dann nach oben führen. Das machen wir mal, damit es wieder mehr oder weniger ausgeglichen ist. Und hier gibt es jetzt Sektoren. Ja, das ist so ein Fehler. Ich hoffe, das geht noch weg. So, und dann machen wir nach oben. Da und da. So, zwei nebeneinander, kommen hier hoch. Und danach geht es hier rein. So, und weil ich das so lassen werde, wenn es aufgeht, 14, geht auf. Dann lassen wir hier natürlich die vier aus Glas. So. Der andere lassen wir dann eine Türe aus 3. Ja, vielleicht wird das Gebäude noch erweitert. Es ist immer ein bisschen gebastelt, das ist es immer. Das soll es auch sein. So, da fehlt ein bisschen roter Boden. Da geht gerade die Flugcrew. Keine Ahnung, wo die hingeht, aber die ist jetzt gerade... Hier geht die. Hier hoch. Durch die Toilette dahin. Aha, die hat jetzt hier gewechselt. Oder wie? Wie soll man das verstehen? So, und wir sind eigentlich kurz bevor, dass wir hier mal den ersten Testlauf machen könnten. Oder? Wie sieht's aus? Wir haben hier alles. Wir brauchen nur Mitarbeiter... Und ein offenes Gate. Und dann könnten wir mal diesen Abgang hier wegmachen, dass wir einfach mal eine Seite hätten. Also, dann mache ich hier Türen. Zweiertür. So. Wir machen... Ja, da machen wir noch eine Wand dazwischen. Und hier eine Tür. So, und der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt den Kopf zerbrechen. Ich persönlich auch. Wenn ich euch noch erinnert, was wir letztes Mal gemacht haben mit den Bänken. Denn es hat, wir haben es hier schön ausgerechnet, es hat nicht gepasst. Dann haben wir gesagt, gut, wir machen es so und so. Ja. Und wie ihr seht, hat es super geklappt. Denn wir machen es gleich nochmals. Dann Tür, so. Blauer Boden hier rein, da ebenfalls, da. Dann haben wir hier noch den Bürgersteig, super, hier hin. Da ist bereits offen, da ist offen, aber ohne Glas. So. Gut, dann ist hier der Zugang gewährleistet. Dann kommt hier oben die Wand raus. Das bleibt vorerst hier. Ja, das wäre es eigentlich schon. Denn da braucht es ja noch einen Security Exit. Das kann man nicht einfach so machen. Und dann stelle ich, glaube ich, mal ein paar neue Mitarbeiter an. Auch ein paar Hausmeister. Und vor allem Personal und Sicherheit. Wir werden da drüben wieder Personal abbauen.
Und es kostet auch sehr viel Personal zu haben. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen Personal. So. Und jetzt kann ich es eigentlich einzonen. Also wir sagen, wir haben hier die Sicherheit. Hier. Und wir haben ein zweites. Eine zweite Tickethalle. Die ist hier. Hä? Ich habe Tickethalle geklickt. Hier, so. So, und damit es hier schön aussieht, machen wir das auch aus Tickethalle hier. Dann sieht das Ganze gleich aus. Und das hier gehört auch zur Tickethalle. Denn da werde ich auch noch den blauen Boden anwenden. So, gut. Mitarbeiter sind hier. Ich habe vielleicht ein paar zu viele eingestellt. Ich weiß es nicht. Sicherheit ist noch gar nicht hier. Sicherheit, wo ist denn hier Sicherheit? Mal schauen, wo sie hingehen. Die kommen jetzt hier. Ich glaube, die sind unterwegs. Ja, genau, hier sind sie. So, noch ein paar. So. Die gingen unten durch. Und jetzt deaktivieren wir hier diesen Stairway, dass die Leute, die kommen, natürlich hier hinten rein müssen. Ist ja logisch. Mal schauen, ob es funktioniert. Und die Zwischenwand hier darf ebenfalls raus. Für eine kurze Zeit sind wir hier über, sage ich jetzt über, ja, viel zu viele Leute, aber naja. Oh, was ist da los? Hä, wo kommen jetzt alle? Ah, oh, da ist die Sicherheit offen. So, jetzt ist geschlossen. Da frage ich mich aber, wo die hin sind. Sind jetzt da Bankräuber reingekommen oder wie? So. Wow, da funktioniert's. Schaut her. Nur von dem Band bisher. Aha, schaut her, schaut her. Ich glaube, das mit den beiden Abgängen ist gar nicht mal so schlecht. Das hat sich, glaube ich, was ist hier los? Da fällt mir ein, vielleicht sollte man das Gepäcksystem noch anschließen. Ich weiß ja nicht. So. Also, das kommt weg und das kommt weg. Denn wir müssen nur diese beiden anschließen. Wir haben hier sogar schon fürsorglich ausgebaut. Das da. Dass ich hier nämlich genug Platz habe. So, und jetzt muss ich nur schauen, das hier war... Ein Producer, der zeigt nach außen und der ist auch ein Producer. Also. Das ist doch Producer und der da oben ist ein Consumer. Consumer, Producer. Ah, ja, falsch herum natürlich, so. So, dann sollte das stimmen. Dann sollte das Gepäck von denen da hinten da runterkommen. Ins Baggage Hub gehen, da wird es dann sortiert. Entweder geht es auf der Seite nach oben zu unserem Verteilsystem hier. Oder es geht hier nach oben, wo es dann wiederum da reingeht. Man könnte auch das Gepäckknotenpunkt hier oben nutzen. Ne, können wir nicht, weil wir einen Anschluss zu wenig haben. Also wir brauchen sowieso so viele Anschlüsse. So. Jetzt die Zeit nicht zu schnell laufen lassen, denn ich sehe hier schon Wanderungen. Und das liegt natürlich daran, dass gewisse Leute jetzt hier hinten ins Ticketing gehen und dann hier vorne durch die Sicherheit. Das kann man leider nicht groß beeinflussen. Oh, und da sehe ich ein anderes Problem. Also, wir müssen schnell was notdürftig hier einrichten, denn ich habe das Gepäck jetzt bereits nach hier hinten umgeleitet. War so richtig doof. So, das kann weg. Wir machen hier eine Gepäckausgabe.
So. Ich zähle jetzt mal das hier auch zur Gepäckausgabe, damit der Boden genau gleich aussieht. So. So, und dann setze ich hier die Security Exits hin. Dürfen Sie das schnell bauen, bitte? Genau, da kommen Sie schon. So. Und dann dürfen Sie hier die Wand löschen. So. Und dann sollte das Problem gelöst sein. Die kommen leider nicht weg, aber... Genau, jetzt kommen Sie hier raus. Das ist noch ein Movement-Problem. Das wird noch behoben, hoffe ich. So. Ich mache da erstmal standardmäßig Boden rein, damit es nicht so blöd aussieht. Gut. Also die Inbetriebnahme mit 25 Minuten. Ach Gott, nochmal. So. Da könnte man sich schon aufregen. Das sieht ja aus. 26 Minuten. Die Inbetriebnahme, die ist gut gelaufen. XXL Inbetriebnahme. So könnte ich die Folge nennen. Ja, es gab diverse Probleme. Das hier hat sich bewährt. Mehr oder weniger. Wir könnten da noch ein Stück anfügen. Ich finde es aber gut mit ein bisschen Abstand. Dann kommen sie hier raus, gegen das Ticketing dahin. Wir werden es weiter beobachten. Später dann vielleicht mit Untergrund hinten durch nach da vorne. Auf jeden Fall den hier können wir schon mal deaktivieren. Der hier jetzt eigentlich auch. Der kann jetzt auch weg. Und nächstes Mal können wir beginnen, hier auch aufzuräumen. Da soll natürlich das gleiche entstehen wie hier drüben. So eine schön aufgeräumte Sache. Und nicht so ein Durcheinander wie hier gerade ist. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es heute so lange geht. Ich brauche mehr Watchtime natürlich. Nur darum. Ne, kurze Sache. In eigener Sache, wenn man so sagt. Da fällt mir noch etwas ein, was ich nächstes Mal bestimmt vergessen habe. Hier fehlen noch 4 Stück. So, da ist es schon, genau. Ich habe die 4000 Wiedergabeminuten innerhalb einem Jahr geknackt vor einer gewissen Zeit. Das heißt, ich brauche nur noch 750 Abos und dann gibt es wieder Fettwerbung, oder? So, das ist mein Ziel. In 3 Tagen habe ich das. Ne, aber ich habe es wirklich geknackt. Und es wird täglich mehr natürlich. Und ich danke euch vielmals fürs Dabeisein, wirklich fürs Supporten. Auch die Abos gehen nach oben, also es ist nicht so, dass da eine Stagnierung stattfindet oder so. Danke, dass ihr dabei seid. Danke fürs Teilen, danke fürs Kommentare schreiben und danke fürs Liken. Man kann es auch mal sagen nach einer halben Stunde. So, wenn ich mich nicht anstrengen würde, dann wäre die Folge nur 15 Minuten lang. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Schreibt mir eure Kritik in die Kommentare. Auch Kritik ist gute Kritik. Tschüss!